Und weiter geht's auf unserer grausigen Odyssee durch Dantes blutiges Inferno. Ich bin der Weili und wir spielen Outlast 2. In der letzten Runde hat sie für mich der Verdacht, dass das Ganze alles Todesfantasien und Fantasien über die Hölle sind, erhärtet, nachdem blutiger Regen eingesetzt hat. Es regnet Blut. Wir haben Spaß. Und jetzt ist eigentlich der Plan, dass man auf die oberste Ebene dieser Old Mine kämen. Fragt sich nur wie. Ja, mal schauen. Wo bin ich überhaupt hin? Drüber da, schlicht und ergreifend. Das Ganze ist natürlich Albtraum gestalten verseicht. Ich weiß zwar nicht, warum er jetzt so die Hosen voll hat. Und ich weiß aber gleichzeitig auch nicht, wo es jetzt weitergeht. Obi. Obi, wie auf, nicht Obi. Naja, wurscht, wir müssen mal dort hingehen, wo uns der Weg hinführt. Oh Gott. Was konkret ist dahinter? Da ist eine Batterie. Zwei Batterien, wie geil. Oh oh. Das klingt eher Gollum-artig als sonst irgendwas. Keine Ahnung, also. Genauso gut im Kreis marschieren. Wahrscheinlich auch du. Oh Gott, das ist ja doch jetzt so. Interact. Mach zu, mach zu. Das Schlimmste, also das Sounddesign von dem Spiel ist so abartig scheiß geil. Da will ich wirklich auf hier. Wohin des Wegs, wohin? Hm. Ah, wirklich, wo würden die? Auf das... Ah, warte mal. Das Rohr? Maybe. Ach, die Geräusche machen mich wahnsinnig. Da wünscht man sich wirklich eine Schusswaffe, ganz ehrlich. Gegen die Idioten. Ich hab keine Ahnung, was wir machen.
Weil ausziehen, geht das bei dir aussehen? Tatsache. Tatsache. Okay, ich sehe. Da zu wie? Und die Viecher, da kann man jetzt nehmen. Wow! Ja, renn vielleicht! Warum ist er denn jetzt nicht gerannt? Aber gleich mal einen Schluck Kaffee. Vollgas, Junge! Wohin muss ich da mal? Hab ich vorhin. Was sind das für Bestien? ja, ich bin da jetzt irgendwo reingefallen. Das war eigentlich grundsätzlich nicht so geplant. Der Gospel of North. Wir laufen, wir laufen, wir laufen. Keine Ahnung, ich kann nichts tun. Was soll ich da machen? Oh, Serien krepieren, es ist ganz herrlich. Das ist wieder eine wirklich unschöne Trial and Error Passage. Ja, ich komm da nicht weiter, ich weiß nicht, was ich tun soll. Gott, jetzt weiß ich, warum die so schreien da oben, weil sie nicht weiterkommen. Ja, Entschuldigung, wollte singen. Na. War das ohne Fremdeinwirkung, was jetzt passiert? Spontaner Kindstod oder was? Oh Mann! Vielleicht gehe ich es grundsätzlich falsch an und ich soll da mal. Na, Falle, die kämmern, der steht ja da. Der ist definitiv hinter mir, der Arsch. Nein, ich kann nicht drüber, ich kann nicht drunter. Doch, ich komme da drunter. Ah ja. Die wilde Jagd, die wilde Jagd. Schubidubidubidu. Und drauf auf die. Jesse. Fuck, oh fuck. Sie sagen es überdeutlich. Da geht's weiter, aber im Laufschritt. Und da jetzt probier heilen, oder wie wahrscheinlich, oder? Ich nehme mal an. Ja, klar. Wir sterben uns Meter für Meter vorwärts. Schauen wir mal, ob wir da jetzt. Was ist los? Warum komme ich nicht durch da? Hallo? Okay. Thank you.
Sackgasse. Shit, 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 shit. Bleib bloß draußen, ich hab gesagt, zu spielen. Benny's looking down in love, so be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little hands, what you do. I don't have the slightest idea, aber grundsätzlich scheint es zu funktionieren. Wenn man in die falsche Richtung rennt. Die ist offen. Hat doch gut gemacht. Kriegst ein Plus. Close! Close! Kann ich da drüber? Okay, das geht. Das war gut. Fragt sie nur, wie es jetzt weitergeht. Exit, Exit ist gut, Exit ist immer gut. Auf wie da hängt sie wieder. Weiter auf wie. Und wenn du jetzt lockt! Ja, leck mich am Arsch. Was ist da? Gott, was für ein Video juckt. Shit, shit, shit. Was steht da? Tell. Never let. Till. Never let you go. Till never let you go. Was soll das heißen? Wo bin ich reingekommen? Wo muss ich hin? Scheiße. Shit, 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 shit. Gibt der immer nur noch mehr nach? Schnell tut die Kamera wieder auf. Ey. Fuck, wie können wir da wieder aussehen? Fenster. Ja. Und willkommen zurück bei die. Aha. Konnte mich mal fallen lassen, oder? Da kann ich nur weg. Hier
irgendwer klopft schon wieder gegen irgendwas. Ah, da! Shit. Bleib bloß weg, Arschloch. I don't want this. Und wo ist jetzt? Da auf weg. No, jetzt bin ich aber jetzt schon aber gut Meter gemacht. Vertikal. Und die vollkommen wahnsinnigen sind auch nicht mehr da. Okay, dann wird man den Grundmond irgendwie bewegen müssen. Hab ich so das Gefühl. Und jetzt hängen fest. Stahlseil in Führung geschienen. Dann kann man das vielleicht durchtreten irgendwie. Ja. Das Schirm? Ah, nicht. Oh, bitte Act. Und weiter schieben. Weiter schieben, weiter schieben. Oder da aussehen. Geht nicht. Aber da oben, das geht. Oh, shit. Ja, was denn? Ah, geleckt mich am Arsch. Wie soll man denn da noch zum Rauchen kommen? Kann man das mal einer erklären? Wir machen das ganz entspannt, ein paar so Witze. Ein paar so Wichser schon gar nicht, wir gröben einfach Pergan. Wohin? Da kommt nein. Wohin? Ich weiß nicht. Da komm ich auch nicht. Da auf hier. Oh, leck mich am Arsch. Das ist eine Stresspartie, das Spiel. Es ist unbackable. Bin jetzt wieder zurück auf die Retour, wo ich hergekommen bin? Na, das kann nicht sein, oder? Das hat er gut gemacht und wird auch nicht ausgelacht. Und zwar ganz selber. Shit, die Hände drauf. Das geht schon mal nicht. Was ist das? Elevator, das ist gut. Hat sicher keinen Strom. Doch, hat er, wer hätte das gedacht? Warum tut sie da nichts? Achso, weil der Aufzug erst kommt, der lag. Shit, 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 shit. Boah, ja klar. Run, baby, run, baby, run, baby, run, baby, run. Mir kommt vor, dass die Levels mittlerweile besser für diese wilden Jochen konzipiert sind. Da hat schon mal einen erwischt. Obi, ganz obi, komm, crawl, crawl. Was ist crawl? Was ist mit dir? Reload. Aber rasch. Huh?
Geschichte. Haha, ihr Schweine. Die Frau und das bleibt's da. So schaut's aus. Forty feet. I can still see her. Jess, I just... Lynn. Her name's Lynn. 80 feet. Was? Her name is Lynn? Jess? Jess? Jetzt entschuldigt er sie im... bei sich selber? Wow! Dammit! Ja, das ist dann jetzt die Höllenfahrt, ne? Auf, auf! Das Zentrum der Erde, wo der Luzi sitzt. 800 Feet. Was ist das dann, oder geht's noch weiter? Also, komm da weg. Komm da weg, Schatz! Gibt den Efen Aufzug zerklopft. Ah! Ich würde schon sagen, kriegt er nicht vom Aufzug zerquetscht werden. Oh, was war das? Okay, da kann man viel mehr. Kurz Lift eigentlich? Ja, braucht man eigentlich mal. Kann auch zicht. So, was war da jetzt? Was war da jetzt konkret? I... what? I have lots of friends. What? Okay, descent. Trapped. I was never gonna get out. Now I knew it. At least I'd be there with her. Ja, das ist aber nicht wirklich Zweck der Übung, mein Bestester. I have lots of friends. Ja, das ist definitiv rückwärts. Wenn man das Retour ausspielen kommt, hört man ganz sicher lustige Botschaften. North Gospel, das stecken wir uns original am Hut. Das liegt da Batterie oder was ist das da? Na. Okay. Verbinden, glaube ich, ist nicht notwendig. Verbindlichsten Dank. Halt. Wie viel sind 800 Fuß? 200 Meter. Drittel ungefähr, oder? So, und wie kommen wir da jetzt aus? See, oder was ist das jetzt? Game over. Gefangen in der Mine. Na, da geht's weiter. Oh, be careful, little eyes. Na, ich mag mich nicht mehr hinhockern. Die Zeit ist vorbei. Gibt's mir Kalaschnikow. Rache. Was? Was war das? Da kommt was. Wieso kommt da was? Sehe ich überhaupt nicht mehr jetzt. Vor allem, wo soll ich hin? Ich kann mich nicht mal verstecken, gar nichts. Wenn mich da jetzt was anspringt, dann springt es mir an. Ist so. Dafür gibt's Lesestoff, das ist doch schon. Uah. Der schaut leicht verwundet aus, der gute Mann. Der schaut ganz komisch aus.
Naja, er hat uns was hinterlassen, schaut's aus. Chapter 11. Chapter 11. Chapter 11. The fruit of destruction shall ripe within the foul womb of the Marzite mother. The spider-eyed lamb shall bring judgment of lesser whore unto even the great whore who sitteth upon many waters. For from Ezekiel's nation the enemy shall be born. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of Satan with all power and sign and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receiveth not the love of truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusions, that they should believe a lie, that they all might be damned to believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. And Ezekiel said unto his midwives and his hunters, you are the raven, and I am the wolf, who will allow you to feed if you lead me to slaughter. For God has said, For God has said, the flesh of beasts is yours only in sacrifice to me, even unto the flesh of your offspring. Was für ein religiöses Gewäsch. Kamera hoch, weiter geht's. Oder ist das eine Sackgasse? Schaut so aus, damit. Wir haben uns vertan. Wir haben uns vielleicht die Ketten nehmen, notwendigerweise. Das sieht doch nicht ganz cool. Na, ich löse das trotzdem aus. Also. Aha! Lin! Oh shit! Lin! Linny Baby! Halte aus! Der Retter nahet! Du brauchst kein Haschisch und kein Güsse, denn es naht jetzt der Erlöser. Und da ist sogar hell. Naja, hell. Hell ist übertrieben. 800 Fuß. 800 Fuß und sinkend. You're not evil, Blake. Just confused. You're not evil, Blake. Just confused. Das klingt jetzt nach Psychotherapie. Was haben wir da? Da haben wir... Shit. Shit, 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 shit. Nein, ich wollte nicht wieder runterkrallen. Zettirken, gibt es einen alternativen Weg, ist die Frage. Und die Antwort drauf ist mit ziemlich sicher, also mit einer hundertprozentiger Sicherheit, Grenzen der Wahrscheinlichkeit, ja. Nein, doch nicht. Okay. Once more to the breach, dear friends, once more. Gar nichts kommt mir bei dem Spiel. Und zum Rauchen kommt es ja gar nichts. Renn! Just. Just run. Leichen, Leichen. Was ist denn? Wo hänge ich denn? Ich hänge an irgendwelchen Leichen fest. Juppidu, Mickey Mouse. Und, bin ich da nicht gekommen? Sag mal, ist das jetzt derselbe Schacht, aber ich hab da nicht umgedreht? Na, das ist. Alles ist das derselbe Schacht. Ja, sicher. Na, sag einmal. Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Okay, noch einmal. Noch einmal. Also das, mit der Orientierungslosigkeit, das tut mir ganz furchtbar leid. Genauso wie mit der generellen Inkompetenz. Ich hoffe, es gereicht zur Schadenfreude.
doch, doch genau da bin ich runtergekommen. Das ist geil. Oh, Bullshit. Und da hat es dann gekracht. Und da hat irgendwie Batterien verloren. Der Killer Flocky. Fuck! Okay. What? Was denn, was denn, was denn? Ah, oh, freshly roasted. Mm, mit Senf. Da haben wir. Was denn? Wo muss ich hängen bleiben? Da müssen wir hin. Ali. Fenster. Geht's dann gleich nach oben weiter. Ai, ai, ai. Lebt der noch? Nein. Glaube ich nicht. Hoffe nicht. Was sie verstecken, wenn man macht. Möchte man aber nicht. Was ist denn das? Eine Tür. Unlock and open. Yes, please. Close and lock. Aber flott. Also das Spiel macht schon unglaublich viel mit Sound, weil teilweise ist passiert ja gar nichts. Man wird nur vollkommen paranoid, weil die Musik halt auszuckt. Na, und da haben wir schon wieder was. Mit Taschenlampen diesmal. Okay. Shit, shit. Wow! One hit? Wirklich? Also das müsste nicht sein Spiel. Das ist wieder grantig. Das war gerade so gut gelaunt, Game. Dann das. Batterie hat man sich gar nicht gemerkt. Kommst du hinter dem Verschlag? Gar nichts. Vielleicht soll ich da mehr mit. Nein. Mit der Sounderkennung arbeiten. Es ist so aus dem Fokus, der Scheiß. Okay, da hört man, was da dahinter einer ist und da nicht. So funktioniert das richtig gut. Allerdings sauft das halt Batterie wie Sau. Was war das?
Wieso ist das eine Sackgasse? Müsst mich häkeln. Ist keine Sackgasse. Immer ganz genau untersuchen, jede einzelne Spalten und jeden einzelnen Schacht. Das ist ein freaking Labyrinth dann hier. In Richtung Licht oder eher nicht? Weiter. Nein, ich halte es nicht aus, da bin ich gekommen. Mei, was soll denn der Scheiß? Ach Gott. Wow! Bloß wieder ab. Wenn, sobald er das aufhört, fängt er schon zum Blaserschlange an. Kann ich pieken? Okay, ich geh aus, ja. Da ist er, ne? Gut, wir gehen vor der Tür vorbei. Na! Wenn wir das drin verbinden, ja. Das ist kacke. Ein Labyrinth, in dem randomly Viecher spawnen, das kannst du reiben. Also das ist ja nur zum Kotzen. Er schnauft so laut. Ja, es ist eh wurscht. Ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung das nur ist.
ganz und klar. Ja, er kommt direkt auf mich zu. Hau bloß ab, Arschloch! Nein, der schaut da nicht einer. Der schaut da sicher nicht einer, warum soll er reinschauen? Eben. Ich würde mir da so gern Meter für Meter. Meter für Meter weiter speichern. Ja. Aus der Orientierung, nee. Wahrscheinlich der falsche Weg. No, oder nicht? Vielleicht gekoppt. Was ist? Open. So, verstecken und heilen. Aber das ist wieder Sackgasse. Kreuzkruzifix. Ach, mein Arsch. Gottverdammte Sackgasse. Da durch? Nein. Ah! Warte mal. Da kann man umstellen. Genau, dann schieben wir das Ding da weg. Auf die eine Spur und dann können wir da abhauen. Genau. If you've done something, I want you to tell me. Das ist sehr ermutigend, wenn man jetzt die Batterie doch auch noch ausgeht, mitten unter die skelettierten Toten. Shit, da kommt der Plafond. Ay, yikes. Wie weit geht's da noch, Obi? Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. There's a fire. Was für mich da? Tote. Ja, mein Gott. Die sind doch eh überall. Was konkret ist da anders?
Das will ich sofort wissen. Loving and hating God is the same thing. Like making and killing children is the same thing. She told me to meet her in the music room. What? Ich hab natürlich 90% der Sachen. Ach so, das sind. Ach sieh. Das sind im Tode vereint, irgendwie die zwei Wesen da. Die zwei netten Skeletten. Wenn du? Ob ich noch? Okay. What? What have you done to Lynn? Where is she? We are creatures of appetite. I want to feel your hunger. I want to see your true face. Your seed will burn this world. Where's Lynn? Welcome her, infant lord. Naked, hiding nothing. I lay down this mess. You crazy motherfucker! I show Where my is she? True face. What? Show me your true face. Naja, die Syphilis lässt knacken. Und was ist jetzt? Naja, Volltreffer, Volltreffer und... Run! Ja, eh besser so. Was jetzt? Wo jetzt hin, verdammt? I'm fucking... Was tue ich jetzt? Okay. Hätte ich jetzt da auf die Gachen nicht gesehen. Kann ich schön teilen. Orientierung verloren, aber vollständig. Jesus, Fire's alive. Was ist mal da unten? Oder wie? Oder was? Ich verstehe es nicht. Selber tot gestorben, schaut's aus. Das war ungeplant. Aber auch ein bisschen deppert meinerseits. Batterien nehmen wir wieder mit. Muss wirklich mit so viel Bauchgefühl wirken. Bei der Gaudi, also das ist das mit dem Strom, das ist Gaga, das wollen wir nicht. Oder wie, ich versteh's nicht. Kann ich da durch, oder nicht? Ich weiß nicht. Gehen wir halt einmal anders. Machen wir so.
drum. Ja, genau. Ach, geleck. Ach, geht mir das am Sack. Es ist so unnötig. Das ist eine furchtbare Passage. Richtig scheiße. Ach, halt die Fresse, du dumme Sau. Ach Gott, jetzt bin ich echt aggressiv hier langsam. Ja, komm, versteck dir. Eigentlich. Nicht durchs Licht käme sehen, oder? Eigentlich schon, das ist es auch. So, und jetzt möchte ich dorthin retour, wo... Shit, jetzt kommt sie wieder zurück. Was ist das? Kannst du bitte bleiben, wo der Pfeffer wächst, du dumme Sau? Shit. Genau, da rein, aber rasch. Nicht antauchen. So, und was tue ich da jetzt? Muss ich da springen oder um was geht's da jetzt konkret? So weit war ich schon. Muss ich springen? Der Sprung wird sich wohl ausgehen, bitte. Na eben. Wehe, wenn ich das nochmal machen muss, dann drei durch. Ich glaube. Was gelobe ich denn? Ich gelobe einen lauten Schrei. Was ist da? Warum sehe ich da nichts? Weil es scheiß Finster ist. Ah ja, sehr gut. Auch ich.
Rauchi. Ist was Lustiges? Was ist da? Das Aufzug. Kommt man sich verstecken? Ah, Interact. Ja, dann Interact machen wir jetzt. Also, was ist das jetzt wieder? Das wird ja überhaupt nicht laut. What did you do to her? You can't keep a secret from yourself. Hä? Naja, welche stören. Sobald das Ding wieder. Kommt das Ding jetzt wieder retour? Ja, Physik ist was Tolles. Das wieder zurückschieben, das Drum. Kann ich nicht mehr interagieren? Doch. Das wird jetzt da verwendet zum Einrahmen, also zum Rammen vor der Blockade da. So, aber jetzt. Das war jetzt witzig, wenn das Ding permanent hin und her gefahren ist. Ein bisschen Perpetuum mobile-artig. Und wehe, wenn was hinter mir ist. So, muss reichen. Schieb die Sau. Bloody hell and bloody footprints and handprints. Immer tiefer. Na, jetzt geht das wieder los. Was? Was war das? Weiterbrochen, immer noch 800 feet. Was sind das? Wandmalereien? Da sind schon länger hin. Wo steht da eigentlich Danger? Was? Unsafe mine, do not pass beyond this point. God doesn't love you. Not like I do. Fuck are you? Ich will gar nicht nach hinten schauen und tue es auch nicht, weil ich will nicht wissen, was hinter mir ist. Ich will es echt nicht wissen. Wir kleinen einfach wieder bekloppen, links oder rechts, links. Also Licht, da rennen wir hin. Da schwimmen wir hin. Keine Ahnung, ob das gut ist, was ich da tue. Ich weiß es wirklich nicht. Aber was soll ich machen? Was anderes fällt mir nicht ein. Ich hab die Panik. Shut up the fuck, stupid. Drecksviech verreckt. Thank you.
Da ist ein Lorda. Ein Lorda, was wieder aufgeht. Aber ich bin doch gerade runtergefallen. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Gott, die Designer sind mehr als sadistisch drauf. Echt. Oh, Red Barrel, du musst mich fertig. Und ich komme nicht zum Episode beenden. Es geht ja nur rund. Mittlerweile renne ich schon, obwohl ich kann. Aha, jetzt auch wieder auf. Interessant. Mittlerweile renne ich schon ganz normal, obwohl ich gar nichts ist. Überhaupt geht, wenn ich auf so einem kleinen Balken bin. Ja, auf alle geht's, passt. Einfach ist was anderes. Ja, auf. Auf und Sackgasse, wirklich. No batteries left. Der war gut. Jetzt wird's richtig knackig. Gut, aber da ist eh leicht. Ja, was zumindest. Gut, dann gehen wir halt auf dem Balken weiter. Gar seltsame Leiche. Macht nichts, wir lesen. Chapter 15. So. Genau. Chapter 15. And God spoke from the mouth of Ezekiel, so that his ears bled and his teeth cracked, and the seed issued from his inspired loins. And in his words were the blood of Christ. And of his blood was a river, and its sustenance healed the festering wound of the trees that bore the seven nations. The seven nations army. By the blood of the lamb, the spider-eyed lamb shall fall forever. And they that remain shall need no light, neither candle nor electric flame, for vision shall be an eternal dawn. Seal not the prophecies of my word, but copy them even exact of letter, and with every waking moment of thy life, for I am thy fellow servant, and of thy brethren the prophet, and father and shepherd, say only this: God will reward you. Be ye filthy, be ye just, be ye unjust, be clothed in shame or in glory, in time God shall fuck ye with it, and so shall be thy reward. And all of us are Alpha and Omega, and Ezekiel the first among all, and ye shall climb the tree of life, or be crucified upon it.
Only the chosen of God shall find sanctuary within Temple Gate, for without there are no horse and killers and idolaters, was an idolaters, Pharisees, publicans, blasphemers, tax collectors and tyrants. And the angels said, God turned away from man until the time his son Jesus Christ came to testify unto you. Jesus Christ turned away from man until the time his prophet Sullivan North came to testify unto you. And every word of the prophet is true, for it is written in this book, and this book is the truth. You shall testify these things, and you shall be the book of life, and you shall live in this holy city. And you shall say, come quickly, Revelations, even in my suffering, even in the death of my children. Come, Lord, and give me paradise. The grace of God and his prophet Sullivan North be with you all. Amen. Gott, das ist eine schwarze Ermittlung, das gesilzte Bone aber. Ja, das haben wir schon gehabt, der Knochenbaum. Okay. An der Stelle werden wir es jetzt anwählen. Und hoffentlich die letzten paar Meter dann für die letzte Folge auf. Oder weißt du was? Es kann nicht mehr lang dauern. Verrückten. Wird's halt eine Monsterfolge. Scheiß der Hand drauf. Ich muss eh schneiden. Batterien habe ich auch keine mehr. Was ist denn jetzt wieder? Hört denn das überhaupt nicht mehr auf? So, einfach so die Kamera aus der Haut drüber oder was? Kann ich irgendwann wohl freilich kann ich bewegen? Kann ich bewegen? I can move. I can do it. Wieso hat mich der jetzt nicht umgenutzt? Und wieso haben die Typen so beknackte Hüte auf? Lynch! Wo ist die Lynn? Lynch! Lynn! I'm here! Oh Gott! So ein Quatsch! No! Lynn! Aha, I'm beating you. Get off. Get off me. Stop. You have to tell me. Was passiert? Was passiert? Off of me. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? Harmlose Kinderspielerei. You're such a pushover, Blake. Blake, du bist der Pfeife. Oh, hast du süße Freundin. Und was ist jetzt? Was ist denn da los? Kann ich irgendwo anders hingehen. Ja. Also wir haben es in der Küche, haben wir gerade gehabt, schaut's aus. Wo geht denn jetzt hin, verdammt? I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. So? I don't know. Nerd. Shut up. You are. Ich hab keine Ahnung, was ich da mach. She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. Aber wir geben uns die Hände. Das ist doch schon mal was. Wohin bin man ein? Dahin nicht. Achso, in den Musikraum werden wir gehen, nehme ich an. Music Room, ne?
Nur. Ja, na egal, ne? Einfach zuschauen. You think your parents are home yet? No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Ja, Boyfriend, Girlfriend, da ist jetzt Music Class. What don't you know, Jessica? Oh, sorry, we... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilk. We stayed after school for journal? You were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God to let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Ja, ich will jetzt nicht away walken, ganz ehrlich. Responsibility geht da sofort wieder rein. Do I really have to walk away? Vor allem als Kind hätte ich da Schiss ohne Ende, bis ich was gereizt hat, mal stehen. What the? Okay, da haben sie mir nicht damit gerechnet, dass in dem... Naja, das nenne ich jetzt einmal echte Erinnerung. Run, run. Triple trappel, triple trappel, triple trappel, triple trappel, help her. You need to help her. Rast. I don't know what you think you saw. Was? Ah, shit, jetzt sind die. Jetzt sind die anderen wieder da. Jetzt traden wieder die... Scheiße, verdammte, ich sehe nichts mehr.
Wo konkret rennen denn jetzt hin? Warum habe ich denn jetzt nicht der Lin geholfen? Please, I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. Fuck. We have to get out of here. Was film ich da? Was film ich da? Ich weiß nicht, was ich film. Aber ich lass einmal durchlaufen. Du. Schneller, schneller. Und was ist das für Sturm und was ist das? Das die Sonne? Gott. Wir sind falsch gegangen. Gott, ich bin verwirrt und erschöpft und angefeilt und wo geht's da weiter? Durch. Nein, ich kann nicht mehr crouchen und stuff. Das geht nicht mehr, weil Lin hinten dran hängt. Sonnenaufgang oder what the fuck? Ist das ein Sandsturm? Was geschieht hier? What the fuck? Es schäbert und kracht mal her. Was noch mehr wird ein bitterer Loch. As far from those places we can get. Yeah. Da ist er schon für das, fliegt der Stange und trifft den Jäger sein Schinkhorn. Und dass die Lenny wirklich schwanger ist, das. What the fuck, where am I? Das macht ja keine Gedanken. Wieso ist da auf einmal alles zerstört? Down here! We have to get inside before the baby comes! It's too dangerous! You can't! We can't stay out here! Help me down! Please, Blake! Okay! Okay! Jesus! Be careful! Fuck! Fuck! Lin! You okay? I'm coming down! It hurts! I'm sorry! I need to lie down! Back here! Ja, das sind nicht gerade Sanitäre. It's gonna be okay, baby. Oh, shit! Come on! Come on! Das ist jetzt wieder die Axtschlampe. Weißt du, was du mich kannst? Axtschlampe. Jesus Christ, Blake! Und durch. What the fuck? Meine Fresse. Boah, das wird eine brutale Schnittarbeit. Dann wollen mit ihrem Schädel im Bild. Kannst die jetzt nicht hinlegen, Dumpfnudel. Wir haben die Vernichterin mit der
Moment, wie ist die so schnell da jetzt rausgekommen? Was soll der Scheiß? Ich kann überhaupt nichts, weil da vorne sicher der Blitz ist, oder? Und schlag ein! Mein Fakun ist der! Was? Fuck you! And fuck your god! Ja, genau. Recht so. Und wo müssen wir hin? Weg, einfach nur weg. So weit weg, wie es nur irgendwie geht. Ist die Frage, wo ist es? Blake, a path. Ja, ist sie. Das kann jetzt unmöglich der Mond noch sein. Worse. What's getting worse? We'll find shelter. It's like the whole world burnt. Oh, nicht gut. Und du? Na dann. It's like the whole world burnt. Das ist so unangenehm für die Welt. Also, um nicht zu sagen, richtig beschissen. Super. It's like to hold. Keep moving. Jesus. Fuck. The storm's getting worse. Ah, wir haben's gleich, wir haben's gleich. Oh, Serpentinenstraße, was sonst? Come on, Lynn! We have to get inside! Alter Schwede. Weil das ist so störend, wenn wir Schädel da permanent. Ja, das ist ein hübsch Tag. Auf der Streckbank, naja, besser wie Strand. Oh shit! Shit, shit, shit! You need to lie down! I can't do this! You can do this! Oh god! Something's wrong! Just keep breathing! Feels like something's wrong! Ja, du bist mit im, während einer Nacht im achten Monat der Schwangerschaft vorgeguckt. I know, baby, I know! But you can do this, okay? Just keep breathing! Oh! Fuck! Fuck! Ah! Oh god! Oh god! Keep breathing! It's just killing push! Me. It's... No! 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 Die Nabelschnur hat sich verloren, angetrennt. Lynn! There's nothing there. Oh, Jesus, God! There's nothing there? Lynn! Lynn! No! Lynn! 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 Ja, ne, also Newborn Baby hin oder her. Ich tat ihr nicht ganz vertrauen.
Lin said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Stop it, get off. I got you again. That's the child, isn't it? My God. We're taking care of my children. But yours... I am powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent. Since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Das muss doch wehtun. Und was tue ich jetzt? Hab Satan zur Welt gebracht. Aber wieso? Ich weiß nicht, warum gerade wir. Was ist der Zufall? Also wenn das wirklich eine Antichrist-Story ist, dann ist der Zufall schon gewaltig. Never let you go. You never let me go. The light has gone away, Savior.
Listen while I pray, begging thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Born again, ja, ich kapier's nicht. Okay, an der oberflächlich betrachtet sind Lynn und Blake rein zufällig über der... Nein, also ich kann überhaupt kein Urteil angeben über die Story. Also, wir haben nur das, was auf der Hand liegt, oder was offensichtlich passiert. Lynn gebiert ein Kind binnen einer Nacht. Und das in Beisein zweier Sekten, der einen, also eine davon satanistisch, die andere ultrachristlich. Beide sagen, das ist ein ganz spezielles Kind. Nur der Zufall ist, das ist, da ist mal wieder zu viel Zufall im Spiel. Weil, warum gerade die zwei, und was sind diese Lichtblitze? Verstehe nach wie vor nicht. Es sind keine Aliens, es sind keine, was ist es, was... Born again. Ja, also, ich meine, nicht, dass man nicht gefallen hat. Es ist ein absolut surreales Theater, was da geliefert wird. Wirklich, wirklich gut. Und jetzt mal abgesehen von diesen anstrengenden, frustrierenden Chase-Sequenzen, die aber, wenn man ein bisschen mehr mitdenkt, so wie zum Beispiel die Kabel folgen und noch am zweiten Switchboard Ausschau halten, weil sich die Kabelstränge am Plafon von diesen Kavernen da, von diesen überfluteten auftrennen, dann hätte man das viel schneller lösen können, wie ich es gelöst habe, aber das liegt an mir und nicht am Spiel. Das heißt, es ist schon großartig, das Ganze, muss ich sagen. Und es hat mir auch jetzt die letzten Tage, wo ich es gespielt habe, immer wieder gefreut, wenn ich eingeschalten habe und wieder zu einer neuen Aufnahme ausgeholt habe. Nur kapieren tue ich es überhaupt nicht. Ich glaube schon, dass die Gnophiten, nenne ich es jetzt einmal, eigentlich die Guten gewesen sind in der ganzen Geschichte. Dass sie dass der Knoff echt war. Dass der das wirklich alles gekommen gesehen hat. Und dass Val und ihre Anhänger halt da im Prinzip sowas wie ein moderner Judas gewesen ist, der für die Gegenseiten arbeitet. Und weil eben das, was passiert, oder was die Bestimmung oder der zumindest in der aktuellen Zeitlinie eingeschlagene Weg von Lynn und Blake Langermann so derartig weitreichende Konsequenzen hat, nämlich die im Prinzip die Auslöschung der Menschheit, passieren von Anfang an diese Flashbacks. Das sind keine Flashbacks, es sind wirklich Resets. So nach dem Motto Gottes Failsafe. Ja? Um dem Ganzen vielleicht doch noch ein Schnäppchen zu schlagen. Und am Ende ist der Blake, hat er die Chance, dass er die Lynn, die Jessica rettet.
und einen anderen Weg einschlägt, dann ist nämlich nicht er, wird er nicht der Ehemann von der Lynn, sondern von der Jessica. Und das Ganze passiert nicht so, wie es in dem Playthrough jetzt passiert ist. Also, ich revidiere jetzt meine Theorie von der Todesvision und von der Fantasietheorie, in der das Ganze nur sowas wie eine albtraumartige Vision vor dem Ableben oder im Koma oder im Moment des Todes oder sonst irgendwas ist und sage, das ist tatsächlich die Apokalypse, die passiert. Und weiß, so passiert, wie es passiert, fängt von Anfang an, also im Laufe der Geschichte und schon davor wahrscheinlich, weil er hat ja nicht zum ersten Mal von der Jessica geträumt, nehme ich an, und das immer intensiver, fangen die Resets an, also fängt Gottes Failsafe zum Kicken an. To kick in mal. Jetzt bleib, ja, und Gnoth? Gnoth ist eigentlich der Gute. Was so viel heißt wie. Ist Gnoth der Gute? Ist der Gute, der allerdings eine unglaublich brutale Vorgehensweise an den Tag legt. Eine unfassbar brutale, widerliche und abartige Gangart. Was zur Conclusio führen würde, dass Gott existiert, aber ein sehr grausamer Gott ist. Naja, das wird wohl so sein, dass es am Ende nur mit dem Satz, die Wege des Herrn sind unergründlich zusammenfassbar ist, die ganze Gaudi. Es erinnert mich ans Omen, es erinnert mich an 2001, also Space Odyssey, es erinnert mich an Clockwork Orange, an ganzen Arsch voll surrealistisch-cineastischer Meisterwerke, wo du am Ende auch da stehst und da denkst, what the fuck, was war das jetzt? So viel gute Theorie gehabt, nichts davon schaut aus. Hat gestimmt. Wäre es ein Film, würde ich sagen, sofort nochmal schauen, Details außerarbeiten, analysieren. Leider ist kein Film, man müsste das Ganze nochmal durchspielen, was unmöglich ist, weil es ist anstrengend, es ist auf alle Fälle anstrengend. Und aus dem Grund probiere ich es jetzt einmal dabei zu belassen. Ich meine, natürlich mache ich mir weiter meine Gedanken drüber und vielleicht, aber eine Diskussions-Thread im Forum, sage ich, in der Kommentarabteilung auf. Also eigentlich doppelt cool, weil ich spiel's aus und jetzt kann man eigentlich anfangen darüber zu diskutieren. Ja, also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Erlebnis Outlast. Obwohl es stellenweise sehr frustrierend ist. Aber das Wichtigste beim Betreiben von Computerspielen, genauso wie beim Schauen von Filmen oder beim Hören von Musik oder beim Lesen von Gedichten, ist für mich, dass auf einer emotionalen Ebene berührt wird, der Rezipient, und in dem Fall ich. Und die emotionale Ebene bei Outlast ist der Horror, ist das Schrecken, ist der Wahnsinn, und das hat es auf jeden Fall nicht nur kitzelt, sondern mörderisch angeschlagen. Ich bin wirklich altgedienter Horrorfuzzi. Ich schaue ausschließlich Horror, ich schaue regelmäßig Horrorfilme, ich lese Horrorfilme, ich habe Horror-Rollenspiele gespielt, seit ich 14 bin. Ich habe Horror-Rollenspiele geschrieben, seit ich 14 bin.
Es ist... Ich hab mir ehrlich gesagt nicht gedacht, dass mir ein Spiel so herfedern kann, wie es Outlast gemacht hat. Und aus dem Grund müssen die unangenehmeren Sequenzen, wie die Repetitivität diverser Chasing-Sequenzen, die Trial-and-Error-Lustigkeit eben jener, also dass immer wann die depperte Spitzhackenschlampe oder der, gut, der Laird war gar nicht so deppert, aber auch wer ist der Fuzzi in der Schule? Ist das schon der Teufel? Old Nick. Old Nick ist Old Nick nicht ein Spitzname für den Teufel? Bei den Amis oder bei den Briten? Ich glaub fast, aber das muss man auch nochmal anschauen. Und in welcher Instanz? Gut, das Reittier vom Laird, der heißt Nick, aber mir kommt vor, dass das Monster in der Schule Nick heißt. Ja, okay, und wenn Gott jetzt den Reset so einzirkt, dass ich nicht mit der Jessica, sondern mit der Lin zusammenkomme, dann heißt das, dass einzig und allein die, dass ich nicht mit der Lin, sondern mit der Jessica zusammenkomme, dann heißt das einzig und allein, dass die nur und ausschließlich die Kombination Blake und Lin einen Antichrist produziert, alles andere nicht. Und dass der Typ, ja, vielleicht ist der Pfarrer, also dieser Lagermilch oder wie er heißt, der ist das Monster. Und vielleicht ist der schon von Anfang an dafür verantwortlich gewesen, dass wir als Blake nicht mit der Jessica, sondern mit der Lin zusammenkommen. Das kann sein. Aber gut, und schon wieder Gedanken verloren. Na, also ich muss sagen, alle Achtung, richtig geiles Game. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, verliert es natürlich Punkte durch die repetitive Geschichte, bleibt aber trotzdem auf 8 von 10. Wenn die Chase-Sequenzen auch noch irgendwie ausbügelt werden, dann hast du ein perfektes Horror-Game. Das ist wirklich das einzige, was mich daran gestört hat, ist dieses Trial and Error Geschichtel, und das ist nicht persistent. Ne? Also das ist nur phasenweise und auch manchmal schlimmer, manchmal weniger schlimm. Trotzdem 8 von 10. Ja? Ich glaube, ich bleib dabei. Also ja, beeindruckend. Danke, Red Barrel. Danke, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ich hoffe, ihr habt's nicht zu arg glitten, es ist wirklich grausig, das kann man schon traumatisieren. Und gleichzeitig dann aber auch so zum Denken anregen, das macht die Kunst dann aus. Also eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ein richtiges Meisterwerk. Kein fehlerfreies Meisterwerk, kein perfektes Meisterwerk. Weil sowas gibt es sowieso nicht, aber eine 8 von 10 und ich glaube, ich bleibe dabei. Okay, das war's mit Outlast 2. Mal schauen, ob uns in nächster Zeit wieder was ähnlich Interessantes in die Quere kommt in Sachen Tubing. Mir fällt momentan ehrlich gesagt nichts ein, was jetzt neu und groß und interessant in die Regale kommen könnte in nächster Zeit. Nicht wirklich, ne? Naja, ich hab ja noch genug andere Projekte offen, der Turing-Test, Wildlands, ganz wichtig, und Technomancer sollte man irgendwann mal fertig machen. Und ja, aber bis mit die Sachen weitergehen und bis wir uns in die Tubings wiedersehen, wünsche ich eine gute Zeit und ein gutes Spiel. Schaut's wieder mal rein, hat mich gefreut. Ja, und ich verbleib mit Weili out.